Uhu, hallo, hallo, guten Morgen. Ja, meine Morgens sind immer ein bisschen später. Ich bin froh, dass ich mir einfach diese Zeit immer nehmen kann. Ja, aus gegebenem Anlass, diese ganze Seelengeschichte und diese ganze Vorstellung, die ja hier in unserer Welt herumschwebt, dass die Seele hier ist, um zu lernen und deswegen halt sich Leid aussucht, damit sie lernt. Und das ist nicht so. Was ist denn das für eine Vorstellung? Wenn du eine Seele hast, eine göttliche Herkunft, deine Seele beschreibt deine göttliche Herkunft. Deine göttliche Herkunft, deine göttliche Wahrheit, die ist perfekt. Ja? Der Großteil deines Seins ist perfekt. Und diese Vorstellung, guten Morgen, aus diesem spirituellen Dings, ja, die Seele ist hier auf die Erde gekommen, um zu lernen. Und sie hat sich etwas vorgenommen und deswegen muss sie leiden. Und jede Seele hat einen verdammten Seelenplan. Es widerspricht der Wahrheit. Ich weiß, dass viele das erzählen, aber es widerspricht die Wahrheit. Wenn die Wahrheit ist, und das ist die Wahrheit, das spürt jeder, du bist ein göttliches Wesen, du bist im Antlitz Gottes erschaffen worden. So bist du hierher gekommen. Und dieses Baby, als dass du hierher gekommen bist, ist rein, ist pur und ist perfekt, ist Perfektion. Nachher kommt die menschliche Komponente dazu, die menschliche Konditionierung. Die hat aber nichts mit deiner Seele zu tun. Die hat nichts mit der Seele zu tun. Die Seele hat keinen Seelenplan und hat dich auch nicht irgendwie in Leid geschickt, sondern du bist hier, um zu erkennen, wer du wirklich bist. Und dass du eben perfekt bist und dass alle Imperfektion, alles Leid, was du glaubst, was du dir annehmen musst, durch das du durchgehen musst, das macht diese menschliche Komponente in dir, das macht dieser menschliche Gedanke in dir, diese menschliche Programmierung, diese menschliche Konditionierung mit all ihren Bedingungen und mit ihren Vorstellungen, mit ihren Geschichten. Das ist dieser Teil von dir, der dich in das Leiden treibt, der dich in die Trennung treibt, in die Trennung von deiner Wahrheit, in die Trennung von dem, was du dir wünschst, an Fülle, an Versorgung, an Liebe. Das ist diese menschliche Konditionierung. Aber deine Seele, guten Morgen, Carola, aber deine Seele, deine Wahrheit, dein Wahrstes, das, was du in Wirklichkeit bist, wenn du den ganzen Denkbullshit mit allen Bedingungen und Voraussetzungen und diesen Sachen, die du tun musst und sein musst und liefern musst und durchleiden musst, das denkt nicht dein göttlicher Part. Dein göttlicher Part steht da und beamt und sagt: Hallo, hallo, wach auf. Hallo, du denkst richtige Scheiße, du denkst wirklich Blödsinn, du denkst Blödsinn über dich, du denkst Blödsinn darüber, wie die Welt funktioniert. Hallo, du bist göttlich. Hallo, du bist Schöpfer. Hallo, deine Gedanken kreieren jeden Moment. Fang bitte an, anders zu denken über dich und über das, was du haben möchtest, was du haben kannst. Fang bitte anders an zu denken über die Welt. Und es ist so krass, Leute. Jede Vorstellung kreiert. Jede Vorstellung kreiert. Du kreierst durch deine Vorstellungskraft. Wenn deine Vorstellung jetzt also so ein Teaching beinhaltet, ein spirituelles Teaching beinhaltet, das dir sagt, du musst leiden. Wie kannst du glauben, dass die göttliche Perfektion, die dich in höchster Liebe
Wohlwollen, Anerkennung hierher auf die Welt geschickt hat. Denk immer wieder an dieses Baby, an dem nichts falsch ist, an dem nichts kaputt ist, bevor ein Mensch hinkommt und irgendwas beurteilt, ein Aussehen, ein Verhalten und so weiter und so fort. Wie kannst du glauben, dass das Gott gewollt ist? Und Gott ist nicht außerhalb von dir, sondern Gott ist das, wonach du dich sehnst. Ja, das, wonach du dich sehnst. Diese Sehnsucht entsteht, diese Sehnsucht nach Liebe entsteht, weil du Liebe bist und sie dir nicht erlaubst. Diese Sehnsucht nach Fülle entsteht, weil du in Fülle lebst und es dir nicht erlaubst. Diese Sehnsucht nach geliebt werden, nach anerkannt werden, nach unterstützt werden, diese Sehnsucht spürst du, weil du sie dir nicht erlaubst. In dem Moment, wo du dir erlaubst zu wissen, ich bin geliebt, ich bin unterstützt, ich bin perfekt, wie ich bin, ich darf alles sagen, was ich möchte, ich darf alles sein, was ich möchte, wird diese Sehnsucht gestillt, weil du dann in dein wahres Sein eingetreten bist. Aber solange du meinst, du musst im Außen etwas erlangen, etwas tun, etwas machen, dich durch irgendetwas im Außen schützen, ja, schau jetzt, was alles suggeriert wird. Ich spreche es nicht aus, du weißt es, dass du äußeren Schutz dir holen musst, damit du abgesichert bist. Überleg doch mal, du kannst dich nicht genug schützen, du kannst nicht genügend Versicherungen kaufen, du kannst nicht genügend Vorsorge treffen, du kannst nicht den besten und den sichersten Arbeitsplatz wählen. Solange du unsicher bist, wird dir das Leben zeigen, dass du unsicher bist. Aber in dem Moment, wo du erkennst, wer du wirklich bist, dass die Sicherheit in dir wohnt, dass das Göttliche in dir wohnt, dass deine Seele sicher ist und nicht ruft, hol mir Sicherheit im Außen, kauf mir Sicherheit mit irgendwelchen Sicherheitssymbolen. Wenn du nicht weißt, dass du sicher bist, weil du weißt, wer du wirklich bist, weil du weißt, warum du hier auf der Erde bist, weil du diese Göttlichkeit in dir spürst, solange wirst du diese Sicherheit vermissen. Solange wirst du von der Sicherheit getrennt sein. Das ist die Trennung. Die Trennung, das, was du glaubst, was du lernen musst, was du verstehen musst, ist nur, dass du nicht hier bist, um zu leiden, dass du auch nicht durch Leiden lernen musst, sondern dass das menschliche System so lange halt in Trennung, in Leid lebt, bis es in die Vereinigung geht, bis es aufgibt, bis es die Trennung aufgibt. Und die Trennung, die entsteht durch das Denken. Du denkst, du bist hier außerhalb des Göttlichen, obwohl das Göttliche in dir wohnt. Und du schaust aus dem Fenster, sprichwörtlich, obwohl in deiner Wohnung alles ist. Du suchst irgendetwas im Außen permanent, was zuerst in deinem Inneren entstehen muss. Es ist da, es muss nicht mal entstehen, sondern du musst einfach nur erkennen, wow, es ist da. Und weißt du, wie leicht du das erkennen kannst? Sag dir einfach nur mal wirklich krass vor, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin perfekt, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und du merkst, was es mit deinem Körper macht. Du merkst, wie du ruhig wirst, wenn du sagst, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin Liebe, weil ich Liebe bin. Alles ist in Ordnung, weil wirklich alles in bester Ordnung ist, weil alles aus mir entsteht. Und nur allein durch diesen Gedanken spürst du schon in deinem Körper eine Beruhigung. Daran erkennst du so krass, dass das, was du denkst und glaubst,
das Einzige ist, was kreiert. Aus dir heraus, aus deinem Körper, aus deinem Gedanken. Du merkst es sofort, weil du kriegst, dein Körper macht sofort Feedback. Der gibt dir sofort Feedback auf jede Information, die du ihm fütterst. Und wenn du ihm fütterst, du bist perfekt, du bist sicher, dann spürst du das, dass das die Wahrheit ist. Warum fühlt sich das so gut an für dich? Nur diese Info, und du wartest immer, dass die Info von außen kommt. Und dann sagt dir einer, du bist so toll. Dann sagt dir einer, du brauchst keine Angst haben. Und dann liest du wieder Nachrichten. Oh, Hilfe, die Welt geht unter. Dann kommt einer und sagt, nein, nein, da. Es gibt immer Welten, die untergehen. Aber wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich dafür, dass deine Welt untergeht? Dass du mit untergehst mit einer Fata Morgana da draußen? Oder entscheidest du dich dafür, wow, ich bin Schöpfer, ich bin verdammter Schöpfer und ich orientiere mich nach innen und ich erlaube mir, ganz krass geile Vorstellungen zu hegen, für mich, weil die kommen im Außen. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, habe ich ganz krass beschissene Vorstellungen gehegt. Also ich könnte dir stundenlang erzählen, was ich mir vorgestellt habe und dann in dieser Vorstellung baden war, jahrelang, dass ich nicht gut genug bin. Ich habe zig Business aufgebaut. Ich habe geile Sachen gewuppt in meinem Leben. Und ich saß immer noch in der Vorstellung, oh, wann kommt da einer von außen und sagt mir, wie toll ich bin? Wann beweist mir eigentlich einer? Wann kriege ich dieses ganze Geld, das ich eigentlich verdient hätte, weil ich so tolle Sachen gemacht habe? Ah, warum? Kann ich lange warten in meiner Suppe und kann schuften und kann warten? Wann wird's anerkannt? Wann ist es gut genug? Ja, und dann kann ich sagen, ja gut, meine Seele will halt diese Erfahrungen machen. Meine Seele möchte so gerne Burnout haben. Meine Seele will das. Bullshit, das ist mein menschlicher, konditionierter Verstand, versklavter Verstand, der noch nicht gelernt hat, wer ich wirklich bin. Der hier ist, um nur das herauszufinden. Der hier ist, um herauszufinden, wie das Leben funktioniert, wo meine Power ist, dass meine Power allein in meiner Vorstellungskraft liegt und dass ich dann endlich die Dinge kreiere, die sich gut anfühlen und nicht aus Versehen, weil ich halt glaube, dass ich nicht gut genug bin, halt immer wieder Situationen, Geschichten in meinem Leben kreiere, die mir sagen, du bist nicht gut genug. Bitte, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Nehmt doch mal diese ganzen Vorstellungen, diese ganzen Konstrukte weg und spür einfach mal rein und frag, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und dann sei ruhig. Und höre die Antwort. Und die Antwort aus der Wahrheit fühlt sich warm an, fühlt sich liebevoll an, fühlt sich unterstützt an, genau so, wie es du dir wünschst. Und wenn du plötzlich eine Stimme, zu einer Stimme Kontakt aufnimmst, die dich liebt und die wohlwollend mit dir ist, und die sagt, alles ist für dich da, du bist ja eh schon perfekt. Fang es an zu wissen, fang es an zu fühlen und fang es an, deinen Lifestyle zu machen und lass dich vom Außen nicht mehr irritieren. Weil das Außen ist einfach das, was so lange in unser menschliches Hirn reingefiltert worden ist. Guten Morgen, Ingrid. Was du im Außen siehst, ist nur das, was du so lange geglaubt hast. Und wenn du jetzt anfängst, die Wahrheit zu glauben und die Wahrheit zu wissen, dann musst du sie halt auch lange genug wissen, bis sie sich im Außen dir zeigt. Und dieses,
Ja, heute weiß ich's. Heute fühle ich mich göttlich. Heute fühle ich mich unterstützt. Heute habe ich Geld bekommen. Heute habe ich eine Liebeserklärung bekommen. Ja, und morgen hast du es wieder vergessen. Und das ist das Problem. Dann schaust du wieder in die Zeitung, dann schaust du wieder raus, dann schaust du wieder die Nachrichten an und dann hast du vergessen, dass du dir gestern eine Liebeserklärung kreiert hast. Dann hast du vergessen, dass du dir gestern Geldzufluss kreiert hast. Dann bist du plötzlich wieder im Außen, im unerwünschten Außen und denkst mir, oh mein Gott, meine Gesundheit ist bedroht, meine Existenz ist bedroht, alles ist bedroht, weil du dieses in das kollektive Bewusstsein, in das kollektive Angstbewusstsein eingetreten bist. Und da kannst du mit einer Entscheidung, mit einem Schritt wieder austreten und sagen, nein, 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 ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich weiß, dass meine Gedanken kreieren. Ich weiß, dass mein Fokus kreiert. Ich weiß, dass das, was ich glaube, die Wahrheit ist. Also fange ich hier an und was glaube ich? Was will ich haben? Wie will ich es haben? Und kommst wieder zurück. Es ist so verlockend, sich in der Masse zu wühlen und zu suhlen und zu leiden. Deswegen passiert ja auch so langsam irgendwo nur eine Transformation und ein Shift. Weil wenn du nicht an deiner eigenen Energie und an deiner eigenen Überzeugung arbeitest, bist du halt in einem Seinszustand der Masse. Und dann wirst du dorthin gezogen wie ein Magnet. Deswegen musst du dich halt auch immer wieder zurückziehen. Deswegen musst du dich auch immer wieder neu kalibrieren in deine göttliche Wahrheit. Und das ist halt der Punkt. Das ist so verlockend, wenn du alleine unterwegs bist oder wenn du in der Masse unterwegs bist, die eben noch diese Massenüberzeugung hat, dass der Mensch ein ausgeliefertes Wesen ist. Du bist ja hier und hörst mir zu, weil du weißt, dass das nicht stimmt. Aber dann musst du dafür sorgen, dass du dorthin kalibrierst, wo du es haben möchtest, dass du dich immer wieder neu kalibrierst, neu ausrichtest, neu orientierst und nicht dorthin gehst, wo der Mainstream ist, der Leidende, wo die Angst herrscht. Don't go there. Das stimmt nicht. Du musst keine Angst haben. Du musst niemals Angst haben. Kalibriere zu Sicherheit in dem, dass du weißt, wer du bist, zu Sicherheit in dem, dass du weißt, wie du kreierst, wie Dinge im Außen aus dir heraus entstehen. Geh dorthin und immer wieder, jeden Tag, tausendmal. Und dann kommt wieder eine Message. Die Freundin ist krank, weil. Du kannst nicht bei dieser kranken Freundin sein, wenn du ihr helfen willst, sondern du musst dich mit der gesunden Version dieser Freundin verbinden. Du darfst nie aufhören damit zu wissen, wer du wirklich bist. Und dann veränderst du die Welt. Weil deine Welt ist deine Welt und du machst sie dir, wie du dir sie gefällt. Aber wenn du glaubst, dass du hier als Seele auf die Welt gekommen bist, um irgendwelche verschissenen Erfahrungen zu machen, dann ist es dein Glaube. Ich teile diesen Glauben nicht. Ich glaube, und das ist die Wahrheit, sie steht schon in ganz vielen altertümlichen Schriften, dass wir als Gottessohn, Tochter, was auch immer mit diesem ganzen Geschlechterbullshit auf die Welt gekommen sind, in Anbetracht. Und jetzt kann ich mich erinnern, was heißt denn das? Wenn das gar nichts falsch an mir ist, was heißt denn das, wenn ich gut genug bin jeden Moment? Was heißt denn das, wenn ich geliebt bin jeden Moment? Oh, kenne ich gar nicht. Kenne ich voll nicht. Krass. Ja, dann lerne ich's. Dann lerne ich die Wahrheit und nicht den alten Bullshit, den ich kenne. Das Bekannte, wenn sich's nicht gut anfühlt. Warum? Warum soll ich's immer wieder neu kreieren? Überlegt bitte alles, was ihr glaubt. Überdenkt es. Es hat eine ganz einfache Geschichte. Du schreibst es auf und dann gehst du hin und schaust. Fühlt sich's gut an? Ja, behalte ich. Fühlt sich schlecht an? Nein. Was will ich stattdessen glauben? Fühlt sich's gut an? Ja, behalte ich. Fühlt sich schlecht an? Nein. Was will ich stattdessen glauben? Ist doch ein einfacher Job. Papier, Bleistift und revidieren, Revision, überlegen, geh
über deine Bücher. Wenn du was ändern willst, wenn du was anders haben willst, wenn du andere Dinge erleben willst, kreiere andere Sachen und glaube andere Sachen und glaube einfach nicht diesen ganzen Bullshit, der dich in eine Abhängigkeit oder in eine Kleinheit, in eine Unterdrücktheit, in eine Wehrlosigkeit bringt, wo du erst irgendwas erfüllen musst. Du musst nichts erfüllen. Du bist da, du bist jetzt, du bist perfekt und du musst halt einfach aus dieser Perfektion heraus leben zu lernen. Und wenn dir am Außen immer noch jemand sagt, das ist nicht gut genug, bla bla bla, du musst anderes Zeug machen, darfst du nicht darauf reagieren. Sondern musst die Wahrheit wissen. Du kannst doch nicht jede Lüge glauben, bloß weil sie irgendwie 10.000 Leute verzapfen. Eigentlich so easy. Ich weiß, es ist nicht easy. Aber es ist, es dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Überlegen, glaube ich das jetzt? Stimmt es? Stimmt es? Ist es göttliche Perspektive? Nein, es ist nicht. Unterstreicht es meine Perfektion, meine Liebe, mein Sein in der Liebe? Nein, tut es nicht. Also Bullshit, Lüge, weg damit. Ich kann dich nur einladen, komm in die Frau, die alles hat. Weil diese Frau, die alles hat, das ist das Programm, das sich eben immer wieder dran erinnert, wo sich die Teilnehmer dran erinnern, wo du halt, du musst schauen, dass du kalibrierst. Und wenn du selber noch nicht genug Orientierungspunkte hast, dann musst du dir einen schaffen, einen Punkt, wo du hinkalibrierst, in deiner Größe, in deiner Perfektion, in deiner Liebe, dorthin, wo die Leute wissen, wer du wirklich bist, dahin musst du kalibrieren. Und ich sage nicht, dass es mein Programm sein muss. Es kann es sein. Aber such dir doch bitte eine Orientierung, Ausrichtung dorthin, wo Perfektion herrscht, wo Wahrheit herrscht und nicht dort, wo dieser ganze Kram herrscht, den du im Außen dir auch abholen kannst. Just don't go there. Es wäre so einfach. Geh nicht dorthin, wo die meisten hingehen. Geh dorthin, wo es sich gut anfühlt. Und dann kommen die anderen auch. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Es ist Arbeit, es ist wirklich, wirklich, wirklich tägliche Ausrichtung. Und aber nicht so eine Hokuspokus-Ausrichtung, wo du 1000 Worte sprechen musst, sondern wo du die Wahrheit in deine Gedanken bringst, ja? Und ich kenne es auch, Wort, ich bin Wort, ich bin Wort. Sagt meinem Verstand nichts, du musst deinem Verstand die Wahrheit sagen mit deinen Worten. Ja, und meine Worte für meine Wahrheit, also für mir reicht es, wenn ich mir zum Beispiel sage, ich bin immer geliebt, ich bin Liebe, ich bin aus Liebe entstanden, an mir fehlt nichts, mir ist alles perfekt, ich darf alles zeigen, alles wird unterstützt von allen Richtungen und allen Enden, da habe ich für mich mein Konzept gemacht. Und wenn ich da abfalle zu irgendeinem Bullshit zu denken, dann habe ich die Wahrheit bereit. Und dann sage ich mir die hier in mein Köpfelein, so lange, bis ich mich gut fühle, bis ich mich sicher fühle, bis mir ein Lächeln entweicht. Und ich sage, wow, da bist du ja jetzt mal wieder in einer Bullshit-Area rumgefahren. Zum Glück hast du dich wieder rausgeholt. Das ist halt, so geht's halt, ja. Und wenn du das nicht machst, wenn du dich verfahren hast mit dem Auto und du nicht den richtigen Weg wieder einschlägst, dann fährst du halt ins Nirvana. Aber es ist nie zu spät, aus dem Nirvana wieder rauszufahren. Jeder Moment ist richtig, um zu entscheiden, so, boah, jetzt bin ich gerade voll abgedriftet in dem Bullshit. Bullshit-Stories, Bullshit-Vorstellungen, Bullshit-Gefühle. Ach, ist alles nicht meine Wahrheit, jetzt kalibriere ich mich wieder zu der Wahrheit, zur Liebe, zur Freiheit, zur Schönheit, all das, was halt Wahrheit ist. Dr. Joe Dispenza nennt es ja diese höheren Emotionen, die höheren Gefühle, überall ist es ja da. Der Punkt ist nur, du musst wissen, wie komme ich da hin? Und der Gedanke bringt dich, zum Gefühl. Und welches für dich der richtige Gedanke ist, das darfst du für dich rausfinden, wie für dich die Stimme der Wahrheit ist, welche Worte sie wählt.
Ja, das ist für jeden ein persönliches. Und das ist von mir aus, nenn das deine Seele. Nenne das die Seele. Das ist die Seele. Aber nimm nicht irgendwelche Vorstellungen von Seele, die weniger sind als perfekt. Kann gar nicht sein. Unmöglich. Also, genug gequatscht. Wenn du Fragen hast, stell sie mir. Auch wenn du Fragen hast zu dem Programm. Das mit dem Mentoring, das funktioniert so klasse. Mit der Gruppe und noch 1:1 dabei zu haben von einer Mentorin, das ist wow. Und auch da, ich meine, das hat nicht mein limitiertes Patricia-Gehirn sich ausgedacht. Das war bestimmt eine Idee von meiner perfekten Seele. Also bis dann. Tschüss.